Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Old man. Das Militär hat mich verjagt! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an deinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Jawohl, die Lage ist aussichtslos, aber sozusagen bestimmt. An meiner Person! An meiner Person! Fisch. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie ver... Das war ein Befehl! Old man. Was Sie es wagen, sich meinen Befehl zu widersetzen! Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt... Das ist das schlimmste Verrat von allen! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Die Affen zum Beispiel, die trampeln jeden Außenseiter als gemeinschaftsfremd tot. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Göring, ja. Der war korrupt, immer schon. Speer, ja. Ein wildfremder, unberechenbarer Künstler. All die anderen, ja. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank. Ja, vielleicht schon tot. Nimm's zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen. Die braucht eh keiner mehr. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Wie kann das Wagen mit der Handlungsunfähigkeit werden? Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer, wie sind Sie denn noch nach Berlin reingekommen? Einfach war es nicht. Aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Die Luftwaffe! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Herr Günscher, ich muss unbedingt noch einmal den Führer sprechen. Bitte, es muss sein. Es tut mir leid, Frau Goebbels, ich habe ausdrücklich einen Befehl vom Führer, dass er nicht mehr gestört wird. Bitte, Günscher, nur einen Augenblick. Bitte! Mein Führer, Frau Goebbels ist hier. Was ist denn noch?